Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Tomas steht dabei, lasst den Edler her. Grüße. Ja, Ballenpressen geht weiter. Das sieht aber gut aus. Ein paar Meter noch. Du wirst sehen, das geht alles näher noch flott von Rotten hier, also von der Stelle. Knappe paar Sekunden noch. Halbe Stunde, genau. Ich hätte auch hell draußen, kannst aber auch nicht ins Bett gehen. Doch. Muss man früh auch wieder aufstehen? Nö, eigentlich nicht. Du musst an der Tür musst du ein Schild anhängen. Nicht vor 8 Uhr stören. Bringt nichts, ich. Die Vögel machen zwitschern trotzdem. Die Vöglein? Ja. Deswegen bist du wach? Ja. Dann mache ich Fenster zu. Ja, aber ohne Fenster auf kannst du nicht schlafen. Ja, ich habe bei mir, da wo ich schlafe, kein Fenster auf. Das ist auch die Amsel. Die Amsel beginnt, wenn ich zur Frühstück gefahren bin, um 4.10 Uhr beginnt die zu singen. Oh. Ja. Das ist weit vorm Aufstehen. Danach gehen würde ich ja gar nicht mehr schlafen können. Ja. Kennst du Maulwurfsgrillen? Ja. Ja, sind bei mir auf der Wiese hier drauf. Draußen. Wenn es warm wird, hörst du die auch. Jetzt muss man darauf achten, wenn ich mal von der Spätschicht komme und es draußen recht warm ist, dann da kann man die Glühwürmchen sehen. Aha. Das ist nur zu bestimmten Zeit, dann sind die aktiv und dann siehst du die auch. Wenn ich gegen 10 Uhr rauskomme, dann ist es gerade so halbwegs dunkel und dann das kann man die sehen. Aber zu wenig Licht, um Fotos zu machen. Ja. Hopfen, der fährt. Der fährt auch. Okay, da hat er abgeladen. Der hat ohne Dresser stehen, nämlich gerade, aber die ist unterwegs. Sollte auch nächste Runde fertig sein. Jetzt habe ich jetzt noch die 14, das ist ja gerade dabei. Aber da könnt ihr aber auch manuell, also mal schnell, also Kursplay pressen lassen. Erstens könnt ihr ja die Ballen zum Hof fahren. Dann nehmen wir es gern, ne? Okay, wenn sie gepresst sind, dann könnt ihr hier, wenn Streuer frei ist, Kalk streuen. Wenn die Ballen gepresst sind, dann macht das ja nichts aus. Aber am besten wäre gleich, die würden ins Lager gehen, ne? Ja. Ballenlager, dann kannst du zur Not auch Lose rausnehmen, entweder für die BGA oder Lose fürs Futter. Aber es soll jetzt aber auch funktionieren, ne? Dass du mit einem Futterbeschwag das Lose aufnehmen kannst. Habe ich gelesen, ja. Jo. Woran das gelegen hat, keine Ahnung.
das Gras hier, fett, fett. Habe ich schon gesagt, dass ich müde bin? Hast einen Hänger gerade, ne? Ich bin müde. Ja, ein Hänger, sag ich doch. Hängst durch. Stell dir mal vor, jetzt musst du los zur Nachtschicht. Ja, ja. Das kenne ich alles. Alles durch. Und dazu sagen, habe ich auch Mittagsschlaf gehalten, deswegen auch. Oder hier bei der Armee, wenn wir gefahren sind in der Nacht, dann muss ich auch wach bleiben. Und keinen interessiert, dass du dann müde bist. Dann hast du halt Dienst. Ja, wir sind hier aber nicht bei der Armee da, ja. Da musst du dran denken, das wäre dann so, dann bist du hier durchziehen, Herde anzeigen. Geh bloß nicht zur Armee. Mach ich auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Die machen kräftig am Krieg Tunnel. Die haben schon verloren, die wissen es nur nicht. Tja. Da sterben fast täglich 1000 Mann. An der ukrainischen Seite. Was bei den Russen stirbt, weiß ich nicht. Und wenn du eine 4000 starke Mann-Armee hast, dann weißt du ja auch, dass irgendwann mal noch der letzte Rest zur Verfügung steht. Bei uns hieß es früher der Volkssturm. Mhm. Das waren alle die ja gerade so noch im Alter waren und fliegen konnten. Ne? Also ansonsten war ich auch richtig alt. Die letzte Garde. Ja, für dich. Der Fenster zu machen, das große. Mit dunkel draußen. Mhm. Das machst du heute Nacht. Ja. Und dann kann ich aufstehen und die Mücke suchen. Ich hab da so eine Fliegenklatsche mit Strom. Kriegt die alle irgendwo. Aber das kann schon den Schlaf rauben, du. Ja. Bisher immer ein Glück gehabt. Bei mir in der Nähe sind keine Gewässer, von daher ist es ganz gut. Im Fluss sind keine Mücken und wenn du Pfützen hast und so, das ist auch nicht so extrem. Schlimmsten ist, wenn Hochwasser war. Wenn dein Ballen voll ist, kannst du abdrehen, ne? Oder willst du den Ballenpress noch behalten? Ich würde damit jetzt mal anfällt. Ach so. Kannst du machen, wie du willst. Wollten wir gleich kalken hier, bevor das hier wächst.
Ne, 2%. 3%. Ich krieg das zusammen hier. So, holen wir den Kaltstreuer holen und dann geht gleich mal los hier. Hätten wir auch Gras sammeln können, ne? Ja, Mitte. Immer wieder ein, wo Gras ist. Theoretisch. Ich wundere, dass die Felder noch nicht abgeerdet sind. Wer es gesehen hat im Livestream, das ging leider schief. Mit dem Wechsel der Outdrive-Datei. Erklären können wir es nicht, aber es ist halt so. Aber du machst ja nicht Woche was Nacharbeit, ne? Ja. Oh, kalt voll, das passt. Die Wiese schon uns kennt, wollen wir gleich sehen. Und ja. So. Okay. Ja, ich schon. Ja, bevor hier die Gras wächst, gleich mal nachkalken, ne? Zumindest das Gröbste. In einer Stunde kannst du ins Bett gehen. Ich stell dir vor, ihr müsst noch 8 Folgen machen, um alles zu schaffen. Wir haben schon früh angefangen, ne, mit 17 Uhr, ne? Ein bisschen früher sogar. Geht reichlich drauf da. Und das ist fertig. Bist du. Raps läuft noch. Hopfen, ne? Mhm. Na, rennt ja nicht weg.
ein schönes Maisfeld hier, die. Die 11, glaube ich. Fertig. Jo. Ich hab so Mitleid mit dir. Mhm. Schau mal, das soll es schon für heute gewesen sein. Ich lach mir zuerst fertig. Tschüss, ciao. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Oder auch ähnlich, ne? Oder guten Morgen, ne? Je nachdem. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.